Der SC Willingen hat am vorletzten Spieltag die ganz dicke Chance verpasst, sich mit einem Sieg von den Abstiegsplätzen der Verbandsliga Nord zu verabschieden. Nach einer ganz schwachen Vorstellung verloren die Upländer auf eigenem Platz mit 0:2 gegen den TuS Bruck Grebenstein. Wolfsanger, punktgleicher Konkurrenz um den Relegationsplatz, musste zum Liga-Primus nach Hünfeld. Es war also klar, dass ein SCW-Sieg heute ganz wertvoll sein könnte. Am Tag nach der bitteren Champions-League-Finalniederlage der Bayern aber bot die in Weiß spielende Schwallenstöcke-Elf von Anfang an eine desolate Vorstellung. Die bereits gesicherten Gäste hatten nach 4 Minuten die erste Möglichkeit durch Jan Möller. 10 Minuten später verzog Grebensteins Guthoff knapp. Nach Foul an Jan Möller ergab sich für Hartwig die beste Möglichkeit, aber er brachte diesen Freistoß aus 16 Metern nicht aufs Tor. Einfallslos und langsam im Spielaufbau präsentierte sich Willingen. Lediglich 2 Chancen kamen zustande. Nach 10 Minuten köpfte Andreas Klaasen am Tor vorbei und 5 Minuten vor dem Wechsel prüfte Butterweg Keeper Schreiber im TuS-Tor. Anfangs der zweiten Hälfte sah es so aus, als hätten die Upländer begriffen, worum es in dieser Partie geht. Johannes Hoffmann scheiterte am stark parierenden Schreiber. Als dann der gerade eingewechselte Biko Oyuma sein 2. gelbwürdiges Foul innerhalb von 8 Minuten machte und in der 53. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste, sah es sehr gut aus für den SCW. Manfred Feistner unterlief allerdings wenig später ein folgenschwerer Patzer. Die Hereingabe von Jan Möller machte erst er gefährlich. Damit überwand er seinen eigenen Keeper Engelhardt zum 0:1 in der 57. Minute. Die Heimelf kam danach weiterhin nicht in Tritt. Es sollte doch allseits bekannt sein, dass man in Überzahl über die Außen spielen muss. Der SCW versuchte es aber konsequent durch die Mitte. Trotzdem gab es noch eine gute Chance zum Ausgleich. Hoffmanns Kracher entschärfte Schreiber in der 84. Minute glänzend. Im direkten Gegenzug machte Jan Möller nach einem Konter alles klar. 0:2. Am letzten Spieltag muss der SC Willingen nun auf Schützenhilfe vom TSV Korbach hoffen. Deren Gegner heißt Wolfsanger. Selbst muss der SCW zeitgleich allerdings gegen Eichenzell punkten.